Es rollt zum Start eine F-100 im Maßstab 1 zu 5. Das war ein Hochleistungsflugzeug, das war der erste Serienjet, der durch die Schallmauer gegangen ist. Im Geradeausflug, also nicht im Sturzflug. Und hat dann in Korea und auch in Vietnam die Feuertaufe gehabt. Ich hatte eben in den Unterlagen rot. Selbstverständlich kann man dieses Jetmodell auch bei Airworld in rot bekommen. Hier jetzt aber mal eine Version im militärischen Einsatz in Grautönen gehalten. Kommt bei diesen teilweise grauen Bewölkungen voll zur Geltung. Ja, und die F-100 haben wir gerade gesehen, wie sie an uns vorbeigerollt ist. Die ist sehr, sehr verwittert. Das sind die Maschinen, die in Korea und in Vietnam eingesetzt worden sind. Die sind seinerzeit noch mit Nitrolacken lackiert worden. Und die relativ aggressive Luft, das subtropische Klima da unten, zum Teil vermischt mit der Salzgehalt in der Luft vom Meer, hat eben dazu geführt, dass die Lackierungen sehr, sehr schnell verwittert sind. Für uns Modellflieger natürlich ein Paradies. Da kann sich derjenige, der mit Weathering vertraut ist, mal so richtig austoben an einem Flugzeug. Interessant ist, wenn man nachher genau hinschaut, Josef, die Schubdüse hinten oder eigentlich der ganze Triebwerksbereich, der nicht lackiert ist, ja. Das ist so heiß geworden, dass es sich in den tollsten Farben verfärbt hat. Das heißt also von Stahl, Natur bis violett, dunkelblau ist da jede Schattierung mit dabei. Und das nachzuahmen, da muss wirklich ein Meister an der Airbrush-Pistole sein. Ja, und wenn man das selber nicht kann, muss man einen kennen, der es macht. Ne? Ja, es gibt Adressen. Einfach bei den Herstellern nachfragen. Die können Adressen vermitteln, die dann solche Lackierungen entsprechend auf das erworbene Modell aufbringen können. So, während die letzte Maschine von Airworld noch am Himmel ist, geht schon weiter in den nächsten Slot, die Firma FW Models. Fängt jetzt gleich an mit einem Viperjet. Perfekt gelandet. Nochmal ein Applaus für Airworld. Toll gemacht in der kurzen Zeit, alle Modelle zu zeigen, die interessant sind. Natürlich gibt es noch nicht den großen Starfighter zu sehen, den man bei Airworld am Stand sehen kann. Aber ist auch eine Augenweide, wenn man den sich mal aus Nähe anguckt. So, jetzt aber die Firma